bist du? Wer sind du, Arschkeks? Wir haben Erfahrung mit sowas. Lehn dich zurück und genieß dich schon. Wie? Ja, ich bin tot. Ich weiß gar nicht, was du gegen mein Aussehen hast. Ich sehe voll unglaublich aus. Wir haben voll verschiedene Geschmäcker dann. Es ist voll unter underwhelming aussehen. Irgendwie arm. Schmuddelig. Halt jetzt den Mund, ey. Wie von einer von den Straßen da. Ich glaube, ich habe schon einen gesehen, der sah besser. Weiß nicht, du siehst aus wie so ein Chorknabe. Dann hat schon, weiß ich nicht, weiß er auch. Feuer müsste eigentlich voll viel Schaden bei dir machen in dem Zustand. Eruption. Weil das denn jetzt gemacht? Ja, Eruption, hast du nicht zugehört? Ich hab nichts gesehen, du hast einfach nur aufgestampft und nichts ist passiert. Wieso nicht diese Wolke? Was für eine Wolke? Aha. Ich sehe nur, wie du aufgestampft hast und jetzt hast du irgendwie ein Schwert weggesteckt, obwohl das die ganze Zeit an deinem Rücken ist. Boom. So, Randil, ich werde euer Blut vergießen. Ja, noch, Mann. Der Dame sieht voll verblüfft aus. Wie macht er das gut? Nimm die Knochen raus! Eindringlinge werden nimmt die Knochen verprügelt und ins Reich des Vergessens geschickt. Oh, der hat einen Anzug an. Der ist ein Gentleman. Kann den irgendwie nicht angreifen. Wo reißt du denn an? Der steht doch hier. Bei mir steht der aber hier. Ja, Mann. Genau hier. Ja, bei mir ist der aber da. Hier ist noch ein Bogenschütz. Bei mir steht da aber keiner, bei mir steht der hier. Ich kann den aber nicht angreifen. Er ist tot. Ja, bei mir ist der jetzt hier umgefallen. Ich kann den irgendwie nicht durchsuchen. Ich habe ihn auf einer anderen Ebene erledigt. Wieso ist der außer Reichweite? Was ist das für eine Scheiße? Das war der letzte. Gehen wir zurück zum Eingang. Ich kann hier aber auch nichts machen. Hier ist nämlich nichts bei mir. Bei mir liegt der hier und ich kann den nicht untersuchen. Der steht, der ist außer Reichweite. Ist das Ding ja aktiviert? Weiß ich nicht. Bei mir leuchtet da nichts mehr. Na, ja, das ist fertig. Fair. Weiter. Das war wieso wieder verbuggt. Ich habe den an mich herangezogen und dann war der auf einmal wieder an der Stelle, wo er vorher war. Dann muss das schon so sein. Ist gut, Godzilla. What? Ich kann nicht atmen, dann. Was? Hört sich an, als würde es Gewitter draußen geben. Ja, der Himmel ist erzürnt. Und nur Hände konnten ihn zufriedenstellen. Wie riecht mein Schritt nach Käse? Ich kann nicht mich machen, ich beschütze dich doch nicht, so schlimm. Elendes Kind, verschwindet von diesem Ort! Okay, mit Vergnügen. Lasst mich in Ruhe. Ich bin ein Rilis und ich bin hier, um mir das zu holen, was mir von Rechts wegen zusteht. Wie ihr wünscht, Bastard! Komm wieder, Bastard. Was denn? Hat er den umgehauen? Die Stimme hat den nur schon wieder Bastard genannt. Ey, den geht. Wir müssen bei dem bleiben, ne? Willis herrscht ihr seit Jahren. Ach, als ob der stirbt. Wie hat das unsere Seelen verdreht? Entstellt!
Da joggt denn der Typ daneben her. Hört auf zu jammern. Es ist mein Schicksal, mein Geburtsrecht einzufordern. Was ist denn dein Geburtsrecht, der Kloklumpen? Warum ist denn das Skelett in dem Topf drin? Mit dem Kopf zwischen den Beinen? Ihr endet eure Suche, Bastard! Schon wieder. Bastard! Bastard! Der Typ noch. Die wollen doch gar nichts von dir, ey. Die sind genauso wie wir, vollkommen desinteressiert an dir. Wir hätten gerade von denen da aufteilen gesagt. Wovon reden die Skelette? Hat der Typ, der da die ganze Zeit aufteilen. Wird der. Ich bin hier immer mitten aus meinem Bildschirm weggezogen, ja, ne? Und er gehört mir. Mir allein. Oh, mein Schatz. Wir warten, wenn wir wieder unser Leben riskieren. Ich bin ein Rilis. Vielleicht bin Taschentuch. Benutzt es. Unsichtbare Schwert, ey. Das ist Saber aus Fate Knight. Ja. Zurück. Du hältst das, als hättest du irgendwas in der Hand, der, oder ist nichts. Dann beschwör mal den Dämon, da sind lauter Schädel drin. Bist du sicher, dass du das Erbe haben willst? Hilf mir! Hilfe! Ich bin ein Rilis! Wir haben euch gewarnt! Was ist der, ein Rilis? Nur jene reinen Blutes können den Helm beherrschen. Er hat den Helm da aufgezogen, okay, das ist wahrscheinlich die Krone von Jesus. Sklave. Warum sind jetzt hier drei? Hat der drei Filter? Alter, was? Ey. Plot Twist. Epic Plot Twist. Komm her, du Pinscher, Alter. Ich werd dein Fleisch essen. Oh, wie hässlich, du bist untot. Und dann mal leid. Na klar. Dein Typ ist tot. Er hat einen Helm aufgesetzt, das war geil. Tot? Wie das? Was ist dort unten geschehen? Ihr habt getan, was ihr konntet. Ich war ehrlich. Er nahm den Helm und flüchtet durch ein Markt. Ich glaube ihm nicht, dass wir ihn je wiedersehen. Ja, ich habe getan, was ich konnte. Ich habe sein Herz gegessen. Nicht jeder kann ein Werwolf sein. Inhalieren kann nun verbessert werden. Geil. Darfst du jetzt härtere Drogen nehmen, dann? Was ist das denn? Ich greife dich nach. Ich höre einfach so. Ich kann noch eine Fledermaus geben. Wen denn? Mich. Du bist doch gar kein. Katzen sind immer noch süßer. Ja. You'll be converted one day. Du wirst umgekehrt. Weil super. Ach so. Links ist das. Ja, im Chat. Ne? Ich rede gerade mit Geistern. Ich dachte, du würdest einfach nur so brainstormen. Ja, genau. Alter, warum ist dieser Baum so groß? Welcher denn? Nee, der mit den ganz langen. Das ist ein Mammutbaum. Die werden für 100 Jahre alt, weil sie zur Gattung der Galapagos-Schildkröten gehören. Ja. Galapagos-Schildkröte. Aber Schrotti, spinnst du? Jetzt reicht, jetzt hat er sein Arztzimmer von Dululu. Wo ist er, was? Da oben! Boah. Ich flieg so schnell ich kann in deine Umlaufbahn. Boom, 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 boom. Komm ich hin. Ja. Oh, jetzt kommen wir wieder nicht da hoch. Jetzt kenne ich doch schon die Situation. Wer ist er denn? Mein Strand. Der hält aus schon nach seiner Frau, die ist ins Meer gegangen. Ich wette, ihr gehört zu den zwei Verrückten.
Er gehört euch nicht. Er gehört meiner, mir. Verschwindet von hier. Ich wette, ihr gehört zu den zwei Verrückten. Ihr gehört euch nicht. Er gehört mir. Wir sind die zwei Verrückten. Wie können wir denn zu den zwei gehören, wenn wir die sind, ja? Komm schon. Ja, das funktioniert bestimmt. Wir gehen jetzt steil die Mauer darauf. Ausgezeichnet. Ich setz die Blase ein und flieg so zu dir hoch. Ja. Und dann spawnst und landest irgendwie in den Abgrund. Ja, das war sowieso beschissen, was ihr da macht, ey. Ich hasse Hofnarren von ganzem Herzen. Ich hab. Hey, ihr! Habt ihr schon einmal Zeit damit verbracht, eure eigene Leiche ja, anzustellen? Ja, das kann ich nicht. Fahlerrede. Ihr wollt die Leiche meines besten Freundes gefressen. Okay, gehen wir mal da rein. Weil kann schon Schlimmes passieren. Das ist der Anfang vom Ende, der das sagte. Das kann schon passieren, ey. Oh, guck mal hier, der hat hier Ausschau gehalten. Daniel? Au! Da ist einer hinter dir. Auch schon tot. Dann beten wir nochmal. Ja, ich hab schon gebetet. Habt ihr euch je gefragt, was uns dort draußen erwartet? Was jenseits aller Dinge liegt? Höchste Zeit, es herauszufinden. Okay. Jetzt müssen wir uns hier mit dem Stuhl hinsetzen. Ne? Nein. Obwohl doch. Ja, irgendwie schon, ne? Der ist am Beten, der TV. Ja. Guckt sich so an. Gut, der wird wenigstens. Alles, was das Licht berührt, ist ein Königreich. Okay, also du auch. Dein Körper ist mein Königreich. Ich scroll gerade hier so richtig, aber auf mich anzugucken, ich beiß dir die Zunge ab. Und schon guckt er wieder nach vorne, er weiß, was er sagt. Guck mal, meiner guckt in die andere Richtung, ey. Deiner guckt immer zu mir rüber. Ich habe sogar mal ein bisschen nach vorne weiter rausgescrollt, da sieht man das besser. Ja, ich bin auch gerade so ganz weit am Rausscrollen. Jetzt will mir so über das Leben philosophieren. Ja, irgendwie schon. Jetzt guck doch nicht immer in meine Richtung. Ja, geht doch. Wir wissen, was auf der Seite passiert. Graf Schwuchtel. auf der Seite passiert gar nichts. Seiten sind Bäume. Ein Vieh da hinten ist am Dampfen. Ich glaube, ich habe einen Fisch gesehen. Ganz toll. Wie siehst du denn von hier oben einen Fisch, ey? Du Stück Scheiße. Da unten ist Wasser, säuf ich dich gleich. Jetzt in der Ego-Perspektive. Aus irgendeinem Grund sieht das aus, als würde ich noch stehen. Ich guck über deinen Kopf gerade. Ja, yo, oh mein Gott, du siehst echt ungesund aus. da sind lila Venen an deinen Händen. Ja, die habe ich auch am Kopf. Ja. Deine Augen, deine, irgendwie das Weiße, das ist rot und die Rest ist weiß. Ich hab einen Anker gesehen. Ja, guckst du mich denn ständig an? Das ist creepy, Alter. Wo ist denn ein Anker? Und an dem Wasser hat. Eine meisterhafte Truhe. Alter! Okay, da kann es vielleicht ein bisschen dauern. Ich geb dir Deckung. Okay. Okay. Soll ich dir ein paar Dietrichelein? Ich weiß gar nicht, wie viel ich hab.
Ich hab nicht 14 nur noch, was? Ja. Ja, ich trigger mal ein paar Gegner. Ne? Na. Ich würde jetzt einen Stuhl rausholen, aber ich lasse lieber, dann müsste ich ja was aus. Ja. Na. Komm. Nein. Das ist ganz einfach. Nein. Soll ich meine Flöte rausholen? Ja. Ja. Okay. Nein. Ja. Nein. Ah. Das ist immer so knapp. Ich weiß, nein, wie du dich fühlst. Nein. Ja. Der Kampf zwischen Gut und Böse geht, nein, hier statt. Ja. Ja. Komm schon. Ja. Gut. Ich könnte auch meinen, du machst was anderes. Okay, Schatzkarte. Irgendwann findest du das One Piece. Ihr könnt die Schatzkarte nicht aufnehmen, da ihr sie bereits besitzt. Geil. Kannst du die nehmen? Ich kann da nicht reingucken. Oder? Ja, doch. Oh, geil, Gold. Was? Ja, bei mir ist da Gold drin und ein leerer Seelenstein. Okay. Sirion? Ja. Ich weiß nicht, wie ihr diese Unheilswut besiegt habt, aber ich schicke euch gern noch mehr davon. Ah, es sind die Außenseiter. Also haben die Hüter Angst, mir gegenüberzutreten. Na, das wird mir gefallen. Da bin ich doch nicht den sein Rede. Da kommt irgendwas geflogen. Was? Irgendwas Schwarzes. Ja, eine schwarze Kugel fliegt da durch die Gegend. Die kommt. Da. Ja, What? Das ist nicht das, was ich denke. Er teilt den bestimmt. Ja, kann gut sein. Hast du noch diesen einen Boss, an dem du mal durchgedreht bist? Keine Ahnung, ich bin bei vielen durchgedreht. Hier. Ja, er teilt den. Ja, ganz toll. Wir können den ja gar nicht besiegen. Wir halten aber nicht viel aus. Ja, ganz toll, ey. Aua. Na gut, dann mach du die Kugeln kaputt. Da kommen Kugeln. Weiß ich weiß. Ja, ich sag nur. Wenn wir den nie hier down kriegen, Alter. Weg! Ah. Nein, stehen geblieben. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut war. Aha. Jetzt siehst du ja noch näher an den heran. Ja, ich helfe dem, ich bin ein Spion. Boah. Fürsten, beim Emmerichischen Licht. Die Hüter der Verbannungszelle verdammen ihn bis den 12. zu unendlicher Gefangenschaft. Oh yeah! Anscheinend habt ihr gewonnen. Oh yeah! Es scheint, sind die Tage der Freiheit des alten Königs vorbei. Ich dachte, ihr sagtet, dass dieses Schwein nicht sprechen könnte. Er sollte nicht in der Lage sein, zusammenhängende Gedanken zu formulieren. Wir müssen ihn vorsichtig beobachten. Das Gefängnis, dafür werde ich sorgen. Dank euch wird Rilis Tamriel nie wiedersehen. Wenn er an die Oberfläche geflohen wäre, wäre es fatal geworden. Ihr wart ein Segen für uns. Wir Hüter hätten unser Land. Eine interesting story.
Um jetzt das Kapitel Morrowind erwähnen, um dies benutzen zu können. Aber reisen müssen wir. Selbstverständlich. Es ist kein guter Tag für eine Reise. Nun? Lombra. Ah, scheiße. Ist der jetzt einfach Es ist kein guter Tag ja. für eine Selbstverständlich. Dishan, in Gradwald. Wir haben... Nun? Luftspitze. Ja, die Quest müssen mal ein bisschen genauer sein. Alvobaran von der Magiergilde. Möglich, dass ich ein gefährliches Relikt aus Stein verlegt werde. Ich muss die Nachtlicht aus Krähenwald zurückholen. Geht. Ja, ich kann hier... Ja, ich kann jetzt nach Steinfälle. Oder Schattenfälle. Seid ihr bereit? Bald reisen wir ab in Fern. Nur wohin bin ich gereist, ne, Daniel? Seid ihr bereit? Gehen wir mal nach Steinfälle. Es ist kein jetzt? Guter Tag für eine Reise. Steinfälle. Nun? Ja, ich kann ja nicht zu Steinfälle fahren. Wir haben noch Platz. Ich weiß, ich bin erstmal irgendwo falsch eingestiegen und dann... Von da aus hatte ich dann nach Steinfälle. Das ist wie damals mit Mörs, Daniel. Ich bin jetzt einfach mal irgendwo gelandet. Bist du an einem sehr dunklen Ort? Weiß nicht, ich bin jetzt bei Steinfälle, glaube ich. Machen wir einfach so wie in Real Life. Ja, ich bin hier richtig. Irgendwo. Ich kann das Quest-Symbol sehen. Wir treffen uns einfach an dem Bahnhof. An dem ich glaube, da wo ich gelandet bin, das heißt Deshan oder so. Und dann habe ich den Typen nochmal angesprochen, als ich gelandet bin. Und dann von da aus konnte ich dann... Seid ihr bereit? Nun? Scheiße. Aber ich bin hier richtig. Ich kann da das Quest-Symbol sehen. Sturmhafen, Schattenpennen. Ich glaube, du bist falsch. Jetzt bin ich irgendwo in den Sumpf. Warte mal, ich komme jede Sekunde. Gib mir ein paar Minuten. Ich muss nur die richtige Ausfahrt nehmen. Ja, das ist wie im richtigen Leben, ey. Wie sieht die denn aus? Die sieht aus wie Harley Quinn, ey. Was ist das für ein Bauernjunge? Der hat ja eine Hört. Irgendwas habe ich abgeschlossen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Quest war. Okay. Das Manifest gehen wir. Der Schaden. Ja, und dann von da aus konnte ich dann nach Steinfälle. Okay. Kostet zum Glück nichts, also. Nee, ich nehme mal die Bandart. Jetzt mal nehme ich den Zug. Ihr solltet darüber nachdenken, eines Tages einmal nach Wabenfeld zu reisen. Ein faszinierend. Du bist nicht so an, du Freak, geh weg. Ich werde euch bin eigentlich der Normale hier, ich hab einen Hund. Ja, Steinfälle. Okay. Das ist genauso wie im Echtleben. Du musst einen neuen Ort irgendwie suchen und musst erst mal gucken, wie du da hinkommst, ne? Ja. Da! Wer bist du? Ich bin hier runtergefallen. Hier ist ein Loch. Das war echt merkwürdig. Ich bring die Mission zu Ende. Boah, wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt bist du wieder unten. Der sitzt hier auf dem Thron, okay. Ich setz mich mal neben die. Mein Gott, ist die klein. Komm hier bloß nicht rein, dann hier ist echt merkwürdig. Ja. Ich war's da noch zwischen. Wo wieder das aussieht, guck mal, ich bin der Größte. Und dann kommt der Daniel und dann kommt die mit den komischen Hörnern. Wir sind die drei kleinen Sträuche. Ey. Ich bin doch größer, oder? Mir sieht das nur aus, als würde ich auf euch alle herabgucken. Wenn ich weiter rausscrolle, Sein Schild. Der Schild, der trennt irgendwie dich und mich von der. Ja, fass die nicht an.